Hallo zusammen, Manuel hier von gamers-palace.de. Wir hatten jetzt doch eine Weile Pause hier im Let's Play zu Prince of Persia. Das hatte eigentlich den Grund, dass das Steam Summer Festival war und wir da einfach jede Menge Demos aufgenommen haben. Und dann kamen uns irgendwie auch noch traurigerweise andere Dinge dazwischen. Ich gelobe aber Besserung und hoffe, dass wir jetzt wieder öfter und regelmäßiger auch Let's Plays sehen werden. Ich spiele ja Prince of Persia, Bea spielt gerade noch Tales of Berseria. Und ich muss mich, um ganz ehrlich zu sein, jetzt auch erstmal orientieren, wo wir überhaupt hin müssen. Wir hatten zuletzt das hier abgeschlossen. Wir hatten auch endlich die Konkubine besiegt, sodass wir sie hoffentlich nicht nochmal sehen müssen. Und jetzt haben wir hier noch zwei Gebiete frei, die wir noch befreien können. 540 Lichtkeime müssen wir noch insgesamt haben. Da ist noch ein bisschen Weg hin, bis wir die vollständig haben. Und ich teleportiere mich einfach mal hierhin, sodass wir dann auf direktem Weg in diese Gebiete kommen. Auf euren Reisen, was war das Unglaublichste, das ihr jemals saht? Ich weiß nicht, da gibt es so vieles. Nennt mir eins. Was wollt ihr denn hören? Etwas, das euch den Atem verschlug. Gletschereis. Glänzend wie Diamanten. Ich sah Wände so hoch wie Türme. Dunkelblau und blendend weiß. Es brennt, wenn ihr es berührt. Es ist kalt, aber in eurer Hand brennt es wie Feuer. Einen kleinen Moment. Dann ist es fort. Ich sag's immer noch, Teppiche so dick. Jetzt ihr. Erzählt mir etwas von euch. Was denn? Oh, ich weiß nicht. Wie wär's mit eurer ersten großen Liebe? Ich war nie verliebt. Niemals? Niemals. Genug gequatscht. Wir suchen einmal den Weg ins richtige Gebiet. Los! Die sind nicht giftig. Ich weiß immerhin noch, wie die Steuerung funktioniert, und ich hoffe, ich kann mich auch noch an jedes Detail erinnern und blamier mich jetzt hier nicht total, aber ich glaube, das sollte schon passen. Cool. Das habe ich mal vorab geschafft. Das so noch gerettet. Bist du noch auf richtigen Weg? Oh. Oh. So, hier müssen wir einmal an der Decke entlang. Wir werden überleben. Ein Schritt nach dem anderen. Wüsste ich nicht, dass das Spiel definitiv keine Updates mehr kriegt, würde ich ja gerade annehmen, das hat ein Update bekommen, weil hier die... Oh. Jetzt habe ich die falsche Taste gedrückt, weil die Gegner jetzt sich hier zweimal einfach so erledigen konnte. Aber hat es nicht, definitiv nicht. So. B muss ich drücken.
springt. Alles klappt noch. Müssen wir jetzt warten. Rüber. Denn gerade? Wo lang jetzt? Hier war es irgendwie gerade buggy. Was hat ihn so aufgeregt? Das ist der Turm der Märtyrer. Er brachte immer Gefangene hierher. Zum Spaß. Und jetzt springen wir rein, um zu spielen. Au! Ja, dieses Mal wart ihr hinter mir. Reizend bis zuletzt. Könnte ich mich dran gewöhnen. Ich habe gerade den Stick nach links gedrückt und ich war zu langsam. Nicht loslassen! Während er. Ist dein Jäger vergessen? Ich schätze, wir können an dieser Wand runter. Glaubt ihr, das war's? Glaubt ihr, es sei so einfach? Wir kommen zurück! Wir hier wieder rausfliegen. So, hier unten sehe ich eine Plattform. Licht. Nun, da wären wir. Wir zwei, beiden, allein, im Dunkeln. Vom Jaulen gerettet. Was machen wir jetzt? Aha. Der einzige offensichtliche Weg ist auch der richtige.
Super. Direkt das erste verkackt. Genial. Wirkt eure Magie! Euer Handschuh! Nutzt ihn! Komm schon. Zu diesen Klingen hält man besser Abstand. Lebt immer noch. Eben begreifen, richtig? Schnell! So, das hat doch schon mal ganz gut geklappt. Boah, das Kampfsystem nervt mich jetzt gemein mittlerweile, muss ich wirklich sagen. Das hatte ich auch sinnvoller in Erinnerung. Zeit für Magie. Ach komm schon, jetzt mach hinne. Wirft eure Magie. Haltet sie zurück. Alles in Ordnung? Wirklich so gescriptet, dass man den dann einfach nicht angreifen kann. Das war eine gute Kombi. Hier liegt vorn. Wir müssen weiter. Yeah.
Ach, das hat geklappt. Das war nicht richtig. Wir müssen einen Weg zu dieser Kraftplatte finden. Mann! Eines Tages werde ich nicht da sein, um euch zu fangen. Nein! Oh, Mist. Ich dachte, ich muss da nochmal weiterspringen, aber das musste ich gar nicht. So. Vielleicht landen wir doch nicht in der Trophäensammlung des Jägers. Heilen wir dieses Gebiet. Da! Das gefällt dir nicht, was? Das ist? Das Land ist geheilt. Wir müssen weiter. Aha. Warum seid ihr denn so kratzbürstig? Ihr habt das genossen. Dem Ding eine Lektion zu erteilen? Rache für die Menschen zu nehmen, die es umbrachte? Ja, ich hab's genossen. Und ihr habt das ebenso genossen. Keine Sorge, Prinzessin, ihr seid immer noch gut genug für uns beide. Genau. Und mit euch als Maßstab macht mich das zu einer Heiligen. Kommt, ich habe alten Damen vom Markt nach Hause geholfen. Wenn sie attraktive Töchter hatten? Ja, denen half ich dann später. Der Prinz, nicht ein guter. Bis dahin. Ich danke euch, dass ihr jetzt reingeschaut habt in dieses Let's Play zu Prince of Persia. Es wird dann jetzt auch die Tage weitergehen, also schaut rein, wenn wir hier das Abenteuer jetzt nach und nach vervollständigen. Wie gesagt, danke euch fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.